Bereit zum Kampf. Ob wir hier mehr Einheiten brauchen, ist die Frage. Ich glaube, diese Hauptlinie zum Beispiel, die können wir mal jetzt löschen. Hallo? Löschen. So. Und hier könnten wir eher noch ein bisschen mehr gebrauchen. Für den Angriff auf Tanais ist das wieder eine Feldschlacht. Da könnten wir dann wieder mehr davon gebrauchen. Von den Stempeltasten. Oder auch nicht. Ach, die können ja nicht rekrutieren, weil sie noch im Gewaltmarschmodus sind. Verzeihung. Zu See oder über die Berge her. Dann könnte man das Geld für andere Dinge ausgeben, wenn man ein Geld hätte dafür. Oder man könnte es sparen und in die nächste Runde mitnehmen. Und die Flotte wollte ich auch noch hier entsenden. Die Flotte meldet sich, so. Mein Herr. Ausrücken! So. Und ihr nehmt jetzt die Verteidigungsstellung ein? Nee, das können wir gar nicht. Ja, gut, okay. Dann eben nicht. Söldnerschiffe. Nee, das machen wir mal nicht. So, also geldmäßig sind wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr besser drauf. Und die Macht hat sich auch erhöht. Hier bin ich also. Sprecht und seht zu, dass ich Profit in euren Worten. Über diese Option. Quatsch. Nach Einstellung sortieren, bitte. Athen ist uns immer noch wohlgesonnen. Seid gegrüßt, mein Freund. Sprecht, und wenn es meinem Volk zugute kommt, werden wir möglicherweise ein Abkommen treffen. Na. Athen ist einfach nur wieder borstig. Die Katjaren. Sprecht. Bei denen sind wir ganz eindeutig überlegen. Entlastet euch der das würde moderate... Damit Beides zusammen. Schade. Ich grüße euch im Namen Königliches Skythien. Nein, Handel ist in diesem Spiel, wenn man auf leicht oder auf normal spielt, dann geht das vielleicht, dass man ganz leicht Handelsabkommen abschließt, aber auf schwer geht das nicht. Also das ist wirklich mir jetzt mehr und mehr bewusst geworden. Nee, vergiss es, das ist einfach nicht möglich. Die Siraken, haben wir die noch aktiviert? Ich werde euch die Ehre erweisen. Nee. Manchmal ist noch nicht Angriffspakt ja ein gutes Mittel, um das Handelsabkommen vorzubereiten. Aber wir müssen uns mit den paar Handelsabkommen und Handelspartnern begnügen, die wir jetzt haben. Anders ist es nun mal nicht möglich, scheinbar. Ich erwarte eure Befehle. Gut, dann warten wir erstmal ab und freuen uns über die neue schicke Provinz, die wir da erobert haben. Amazia. Ja, das ist gut, wenn die Bevölkerung glücklich ist. Das bringt mehr Steuern und mehr Wachstum. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ja, ob wir die Provinz nochmal vereinen, weiß ich nicht. Mal sehen, wie Bütien steht mit einer Nation. Die Bütnier haben Krieg mit den Kämmerern und ein Schutzbündnis mit uns. Die Seleukiden haben einige Satrapiden und viele, viele Feinde. Trapezunt hat nur einen Gegner, nämlich Ardahan und ansonsten Pontos als Vermündeten. Das heißt natürlich nicht, dass wir deren Treue jetzt ewig bedienen müssen. Es ist ja nur ein Spiel. Wir könnten natürlich auch Trapezunt und Bütien uns irgendwann nochmal schnappen. Das werden wir wohl auch machen müssen, weil ich diese Region gerne zu einer Art Mare Nostrum ausbauen möchte. Also einem Meer, was nur uns gehört. Hey, wir haben so richtig happy Bevölkerung. 100, das ist nicht schlecht. In Sinope wird nächste Runde der geweihte Boden fertig. Und hier ist dann, denke ich, auch das mal bald durch die Fischhandelsstraße. Adelsquartiere. Die müsste man erst noch reparieren. Naja, die werden... Komm, die repariere ich jetzt auch. So, und dann würde ich sagen, weiter geht's.
Die soeben, die sehen jetzt anders aus mit ihrer Flagge, weil die jetzt die Germanen geworden sind, glaube ich. Nee, Quatsch, was laber ich denn für ein Mist? Also ich glaube, die Germanen wurden irgendwie vereinigt zu irgendeinem Stamm, aber das, das interessiert uns jetzt nicht so wirklich. Das ist nämlich ganz weit weg. Das ist genau die andere Ecke der Karte, nur Britannien ist noch weiter weg. Die Germanen haben jetzt noch jeweils eine Stadt und Armee und zwei Flotten. Allesamt sehr, sehr schwach. Und die Kümmerer waren das, die haben nichts gemacht, außer ihre Armee ein bisschen rum... Ja, in die Verteidigungsstellung haben sie gebracht, das wird ihnen auch nicht viel nützen, ich werde den Rest gleich platt machen. Und ich denke, mit dieser Armee können wir dann auch schon bald Tanais angreifen. Wir können natürlich auch mit dieser Armee erst die hier platt machen und dann Tanais angreifen. Also mit der Armee, die in Panticapaion steht. Aber das werden wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall sieht Panticapaion sehr schick aus, da sieht richtig gut aus. Dieses Amphitheater, und seht ihr hier, die Kaserne auch. Also das haben sie tatsächlich eingehalten, das Versprechen, dass man Städte auch optisch entsprechend aufhübschen kann. Wir sind hier in der Gegend, die ungefähr der heutigen Ukraine entspricht, genauer gesagt der östlichen Krim. Da sind wir gerade, für diejenigen, die es noch nicht wussten, weil die Städtenamen so komisch sind. So, die anderen haben gezogen. Die vierte Armee Nord ist mal wieder platt und wir müssen uns für irgendeinen entscheiden. Nehmen wir den besten, das ist der junge Mann hier. Ich erwarte eure Befehle. Ist doch mal die gleiche, oder? Ja, komisch. Und Bau abgeschlossen, der geweihte Boden in Sinope. Ja, da gab es mal wieder eine... Hallöchen. Wir haben noch 40% Unterstützung. Gerüchte verbreiten, bestechen, Attentat ausführen. Das ist alles nicht nett. Hier geht die öffentliche Ordnung steil nach oben und wird die Provinzeffekte nochmal verbessern. Und wir können jetzt uns überlegen, was wir mit dem schönen Geld machen, was wir haben. Davon haben wir nämlich jetzt deutlich mehr. 2600 pro Runde und 3400. Ich würde ja sehr gerne die Stadt hier ausbauen. Oder wir könnten vielleicht auch... ja, das ist mir alles nicht so wichtig. Das ist noch nicht erforscht. Wie sieht es mit der Technik aus? Staatsbankwesen haben wir. Dann machen wir doch jetzt mal die Philosophen. Da. Staatsbankwesen. Geld regiert die Welt. Das Staatsbankwesen, nochmal zur Erinnerung, bringt uns plus 5% Steuersatz, minus 5% Aktionskosten von Agenten, plus 3 öffentliche Ordnung in allen Provinzen und minus 10 Korruption in euren Provinzen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ist der Würdenträger noch aktiv? Hier könnte man noch ein hellenistisches Dorf umbauen. Das haben wir alle schon. Wie kann ich Pontus? Ja, die ist aber kurz vor knapp hier, du. Zu euren Diensten. Vielleicht noch einen zweiten Würdenträger, damit hier nicht wieder Stress ist. Andererseits sind die Armeen, die da gebildet werden von den Rebellen, meistens so schwach, dass man sie auch mit der Garnison notfalls zurückschlagen könnte. So. Hier hat sich eine Armee eingegraben, und zwar eine sehr schwache Armee. Ja, die können wir doch nicht mal... Die brauchen wir nicht mal vernichten. Da können wir direkt rüber segeln. Und plus 19 öffentliche Ordnung im nächsten Runde. Donnerwetter, das haut aber richtig rein. Und das sind keine Einmaleffekte, das wirkt. Es wird sicherlich gleich ein bisschen weniger werden, wenn wir die hier angreifen, die Provinz. Tanais. Wir können natürlich auch noch einmal warten und die Truppen noch aufrüsten lassen. Zumindest noch eine Runde, weil in einer Runde sind viele Einheiten schon verstärkt. Wir machen die doch platt und dann stellen wir sie zurück und lassen sie weiter verstärken. Das ist eine gute Idee. Der haut ab. Wo geht der denn ganz hin? Nee, da gehe ich nicht hinterher, sorry. Erfüllt eure Pflicht, Männer! Dann rüstet euch mal weiter auf. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was rekrutieren. Oder ihr rekrutiert ein bisschen was hier. Zu euren Diensten. So. Und von den 2000, die wir noch übrig haben, rüste ich jetzt hier dieses eine Dorf um. So.
Adelsquartiere. Ja, das sind teilweise Dinge, die nicht mit... Ah, da können wir die auch abreißen. Und gegen was Besseres ersetzen. Und das ist auch... Das brauchen wir auch nicht, diesen Stein. Den brauchen wir nur einmal für Bürgerkavallerie. Aber da können wir sicherlich irgendwann andere Einheiten... zum Beispiel dieses hier, diese Militärsiedlung. Wenn wir dann erstmal... Ach, Quatsch. Die, Entschuldigung. Die Hoplitenkaserne, wenn wir die Militärsiedlung erforscht haben. Die Philosophen sind erstmal nicht schlecht. Ansonsten haben wir die Militärsiedlung. Hier. Das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, es wäre fast schon erstmal wichtiger, oder? Ja, das sieht mir auch so aus. Andererseits, warte mal, da war doch irgendwas mit den Philosophen noch.